Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Weiter geht's in Haven. Wir wollen noch ein bisschen quatschen mit unseren Leuten hier. Das letzte Mal habe ich mit dem Bullen etwas geflirtet. Auf euren Wunsch. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich rede mal mit meiner Eisprinzessin. Oh. Ihr habt doch sicherlich Besseres zu tun. Ach, für dich habe ich immer Zeit. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Seid Dorian gegenüber wachsam. Es ist möglich, dass er genau das ist, was er zu sein scheint. Ein Magier aus Tevinter, der besser sein will als seine Landsleute. Doch was, wenn nicht? Im besten Fall erweckt seine Anwesenheit den Eindruck, die Inquisition habe fragwürdige Verbündete. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Gebt gut auf die Schatzkammer acht, jetzt wo diese Sarah hier ist. Ihr denkt, sie würde uns ausrauben? Ich weiß es nicht, aber es wäre ihr zweifellos zuzutrauen. Ist ja ganz schön misstrauisch, die Gute. Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen. Warum überrascht mich das nicht? Mal sehen, ob sie mir diesmal davon erzählt. Erzählt mir von eurem Bruder. Das möchte ich nicht. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Warte mal, ich kann sie noch zur Kirche befragen. Darf ich euch etwas über die Kirche fragen? Es ist schwer zu sagen, was jetzt aus der Kirche werden wird. Sie hat keine Templer mehr, keine Anführerin und es gibt niemanden, der würdig wäre, die Nachfolge der Göttlichen anzutreten. Sie bricht ausgerechnet dann auseinander, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet. Es überrascht mich, dass ihr gegen die Kirche rebelliert habt. Ich verließ meinen eigenen Orden, als er den falschen Weg eingeschlagen hat. Mit der Kirche war es dasselbe. Dennoch habe ich in beiden Fällen nicht aufgehört, mich um sie zu sorgen. Ich sorge mich sogar so sehr, dass ich drastische Maßnahmen für nötig halte. Ich nehme an, die Geschichte wird meine Taten eines Tages beurteilen. Wird die Kirche die göttliche Justinia ersetzen? Sie wird es versuchen. Sobald sich die Priesterinnen zum großen Konsens zurückziehen, kann dieser nach dem Gesetz der Kirche erst enden, wenn eine neue göttliche gefunden ist. Manchmal dauert es Tage oder Wochen oder sogar Monate. Das derzeitige Problem ist, dass es keine klare Nachfolgerin für Justinia gibt. Sämtliche würdige Klerikerinnen sind beim Konklave mit ihr gestorben. Was geschieht, wenn sie sich nicht auf eine Nachfolgerin einigen können? Theoretisch müssten sie dann diskutieren, bis die Erschöpfung sie dahin rafft oder sie zur Vernunft kommen. In der Praxis jedoch würde die Kirche zerfallen, wenn sich der große Konsens zu lange hinzieht. Jede Klerikerin mit genug Ehrgeiz, aber zu wenig Verstand, wird diese Situation als einmalige Chance betrachten. Und von ihnen gibt es reichlich. Wir werden sehen, was geschieht. In der Zwischenzeit jedoch muss die Inquisition handeln. Wenn Sie eine neue Göttliche gewählt haben, werdet ihr ihr dann dienen? Das hängt davon ab, ob sie meine Dienste wollen würde. Ich bin jetzt eine Rebellin, erinnert ihr euch? Und selbst wenn sie es wollte, weiß ich es nicht. Es käme darauf an, welche Art von Göttliche sie wäre. Ich bin nicht länger imstande, anderen blindlings zu folgen. Und keine neue Göttliche könnte einen derartigen Gehorsam von mir erwarten. Denkt ihr wirklich, dass die Kirche es wert ist, erhalten zu werden? Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ja, auf jeden Fall. Schafft man die Kirche ab, werden neue Probleme die alten ersetzen. Wir werden nichts aus der Geschichte gelernt haben. Die Leute brauchen Stabilität und die Kirche braucht eine neue Ausrichtung. Andraste hatte einen Traum für uns und er kann noch immer in Erfüllung gehen. Und was wäre diese neue Ausrichtung? Bedingungslose Hingabe an das, was wirklich wichtig ist. Statt Kathedralen zu errichten und Kleider für die Göttliche zu nähen, hat die Kirche ihre Mittel einst dafür verwendet, die Armen zu speisen. Wenn wir das Wort des Erbauers in die Welt tragen wollen, müssen wir es mit offenen Herzen und offenen Händen tun. Für eure Verhältnisse klingt das ziemlich idealistisch. Ach, tatsächlich? Ich glaube nicht, dass es derart unerreichbar ist. Es gibt in der Kirche viele gute, aufrechte Leute. Sie brauchen nur Führung und Inspiration. Sie müssen von Jahrhunderten des Festhaltens an Traditionen und Zeremonien befreit werden. Die Möglichkeit der Erneuerung ist greifbar und sie muss nicht mit heillosem Chaos verbunden sein. Danke. Interessante Ansichten, die liebe Cassandra. Ja gut, ich meine, in der Kirche, den Menschen einen Glauben zu geben, kann natürlich gut sein. Ich bin jetzt ein Mensch, ich brauche das nicht.
Das hat jemand letztens schön erklärt, mit der Agnostik. Also Agnostiker sind ja Menschen, die sich nur an der Kultur um sie herum orientieren, aber nicht unbedingt einen Glauben haben. Ich bin Agnostiker als Atheist. Also ich glaube eigentlich an gar nichts, aber ich kann mich an Gepflogenheiten anpassen, sage ich mal. Na gut, wir reden mal mit Cullen. Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukundschaften. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant, den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort! Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewarnt gewesen, hätten wir... Die Ereignisse haben uns alle erschüttert. Wenn Korypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein. Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht, aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Inquisitor Trevelyan. Das klingt merkwürdig, findet ihr nicht? Keineswegs. Ist das die offizielle Antwort? Ich schätze schon. Aber es ist auch die Wahrheit. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr habt schnell reagiert, als der Angriff auf Haven begann. Ohne euch hätten wir jetzt deutlich mehr Tote zu beklagen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ihr mir anbieten könnt. Vielen Dank, Inquisitor. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Naukis! Das dachte ich jetzt zumindest nach diesem Austausch. Das war jetzt ein bisschen... Aha. Naja, so ein bisschen, ne? Bonnie Sims. Ihr habt ja gesagt, ich soll mit allem und jedem flirten, von daher mache ich das mal. Hi, Bonnie. Lord Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten. Oh, ich hoffe, der gute Hagrid war nicht so ungehobelt. Nun, da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Sag mal, wie die aussieht. Die muss auf jeden Fall aus Orlais kommen. Die haben ja einen sehr exquisiten Geschmack. Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser. Dank euch. Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen. Wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Zu redlichen Preisen. Ein Jammer, dass Sagrad Haven nicht überlebt hat. In der Tat. Aber das Leben geht weiter. Das ist alles? Er war zwar gewitzt, aber kein allzu angenehmer Zeitgenosse. Es war Zeit für einige Veränderungen. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass sich dadurch vieles gebessert hat. Okay. Warum seid ihr eine einfache Händlerin, wenn ihr dieser Gruppe vorsteht? Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich wäre eine aufgeblasene Kommandantin einer Bande von Verbrechern. Es ist besser, im Geschäft zu bleiben, die Fäden in der Hand zu halten. Seht ihr das nicht ähnlich, Inquisitor? Was könnt ihr für die Inquisition tun? Alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand, einen abgelegenen Ort wie eine Hauptstadt erscheinen zu lassen. Natürlich führen die Boutiquen in Val Royaux nach wie vor die edelsten aller Gewänder. Allerdings gehen sie nicht auf Reisen. Jedenfalls noch nicht. Wir reden ein andermal. Gewiss, Lord Inquisitor. Inquisitor. Axt des Drachenjägers. Ach, du Heiliger. Das ist ja krass, ein Schild. Ja gut, alles hier ein bisschen zu hoch, ne? Auch ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Ach du Heiliger. Heiliger Bimbam, warte mal. Das sind jetzt nur die Waffen. Oh gut, das haben die unendlich.
Bianca Bogen 2. Ich habe schon den dritten. Was bringt mir das? Getränktes Zeroldglas und leerer Runenstein. Aha, aha. Ah, seht mal, da haben wir die Runen. Was bringt das? Kann ich gar nicht einsehen, was das bringt. Leerer Runenstein und Riesenspinnendrüsen. Drachenblut habe ich nicht. Oh Gott. Soll ich mir die schon mal... Ich kaufe mir die später, Leute. Weil noch kann ich nichts damit anfangen. Wahrscheinlich wäre das jetzt... Das ist Quatsch, das ist kein Witcher, wo ich mir Rezepte vorher kaufen sollte. Weil ich sie wahrscheinlich eh nicht in der Welt finde. Oh, da ist ja Blackwall. Hi, Blackwall. Sehr gut. Das? Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Es freut mich, dass ihr das so seht. Ich klinge wie eine Schwester der Kirche, nicht wahr? Wie eine alberne, kleine Anwärterin. Aber was soll's? Ich schätze, ihr habt euch meine Loyalität verdient. Und meinen mädchenhaften Enthusiasmus. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Ich weiß ja nicht. Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört, vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Tournai beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Okay. Er muss doch im Gegenzug für seine Hilfe etwas von euch gewollt haben. Er wollte einen Schüler, einen Knappen. Jemanden, den er lehren und formen konnte. Er kannte mein Potenzial. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Ihr seid jetzt hier. Ein grauer Wächter. Alles hat sich zum Guten entwickelt. Ja, das stimmt wohl. Nehme ich an. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Ja, gutes Gespräch. Ich denke schon, dass er sich richtig entschieden hat, sich unserer Sache anzuschließen. Blackwall finde ich cool. Das ist ein guter. So, ist hier noch was? Hui! Au. Hier ist doch noch eine Kiste irgendwo, oder? Unsere Reittiere waren noch nie so gut untergebracht. Okay. Vielleicht schließt sich uns Meister Dennett ja doch noch an. Wir brauchen hier einfach einen echten Fachmann. Ach genau, ich muss ja Dennett noch irgendwie... ich habe die Quest noch gar nicht weitergemacht in den Hinterlanden. Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Na klar. Ich hätte es gern gesehen. Ich wollte euch danken. Es gibt hunderte von Dingen, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr hättet euch nicht die Zeit nehmen müssen, um mir zu helfen. Und doch habt ihr es getan. Ach, natürlich. Wenn die Geschichte, der ihr nachjagt, den Wächtern hilft, dann war es das wert. Ich war mir meiner Entscheidung, mich euch anzuschließen, noch nie sicherer als jetzt. Oh. Die Zukunft wird uns noch reichlich Gelegenheiten bieten, sogar noch mehr zu tun. Ich freue mich darauf. Varricks Freund Hawk meinte, es gäbe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind.
Wenn das wahr ist, sind sämtliche Wächter in Gefahr, sogar ihr. Wir sollten eure Brüder also besser finden. Ihr habt recht, und wenn euch Hawk einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo wir mit der Suche beginnen können, sollten wir unverzüglich aufbrechen. Wie viel wisst ihr über Korypheus? Nicht sonderlich viel. Ich dachte immer, die Geschichten über die Magister, die die goldene Stadt verdarben, wären tatsächlich nur Geschichten. Ich hatte nicht erwartet, dass sie wahr sind. Und noch weniger hätte ich erwartet, dass einer von ihnen noch am Leben ist. Wissen die Grauen Wächter denn nicht alles über die Dunkle Brut? Man muss nicht wissen, wie die Dunkle Brut entstanden ist, um sie zu töten. Wir sind Soldaten, keine Historiker. Und die Welt wäre weitaus besser dran, wenn sich die Leute darauf konzentrieren würden, das Böse zu besiegen, anstatt zu erklären, wo es herkommt. Ein Mann der Tat. Korypheus hat vor langer Zeit aufgehört, ein Mensch zu sein. Die Dunkle Brut hat andere Lebensspannen als die Menschen, oder? Ja, ich schätze schon. Sie sind unnatürlich und verlängert vom Bösen. Aber das war vor Tausenden von Jahren. Man sollte eigentlich meinen, die Wächter hätten es inzwischen geschafft, die Ersten der Dunklen Brut zu vernichten. Wisst ihr, ob es noch mehr Dunkle Brut wie Korypheus gibt? Ich weiß es nicht. Und ich befürchte, kein Wächter weiß es. Reden wir über etwas anderes. Nichts im Moment. Vielleicht später. Ja, wir haben die Brutmutter ja schon getötet in Origins. Das war zumindest der letzte DLC, den ich gespielt habe. Da habe ich die Brutmutter erledigt. Dieses ekelhafte... Erst ein ganzer Leib antivanischer Rauchkäse und jetzt gemahlene Minze im Wert von 3 Gulden? Sie war genau hier. Ich weiß noch, dass jemand sie genommen hat. Ich kann mich nur an kein Gesicht erinnern. Was? Da zeigt ihr... Was? Wer zeigt einen Phallus? wenn ich hier rausfinde, wer die Rüben und die Feuer in die Feuerstelle geworfen hat, stecke ich denjenigen höchstpersönlich in den Fleischwolf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sie sind beinahe endlos. Hier könnte ich eine ganze Armee unterbringen. Was ist denn das hier? Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn das für ein Gemälde? Also kein Gemälde, es ist eine Landschaft. Eine Landschaftsimpression. Feraldische Verhaltensweisen. Viel zu viel. Selber lesen. Spaß haben. Ich nehme nur die Codex-Einträge mit. Oh Gott, die erste Verderbnis. Davon... habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Aha. Die Dunkle Brut wurde also von Menschen erschaffen quasi? Die Magister waren dafür verantwortlich? Krasse Sache. Bruder Genitivi, den kennen wir doch. Ja. Die heilige Asche von Andraste, das war die Quest mit Liliana damals. Interessant. Ja, ihr könnt es ja mit mir zusammen überfliegen. Ich werde das echt nicht vorlesen, das dauert alles. Was ist grün? Oh, Erfolg. Meister des Wissens auf Origins freigeschaltet. Oder Origin, einfach nicht Origins. Diese Plattform von EA, die ich total unnötig finde. Hust, hust. Interessant. Und da gibt es noch mehr zu lesen. Die Pyramiden von Parwollen. Die haben sich da echt eine super Geschichte erschaffen. Das ist alles so... weiß nicht. Man kann überall richtig eintauchen. Ich wette, da könnte man sogar ein richtiges Pen-and-Paper-Rollenspiel drüber machen. Oder sogar verfilmen Dragon Age. Was die hier für eine Welt geschaffen haben. Das ist schon der Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen. Na gut. Ich glaube, das war's jetzt aber. Und wie viel ich von hier, von der Burg noch gar nicht gesehen habe, das ist auch der Wahnsinn. Ich laufe hier schon die ganze Zeit rum. Also die letzten paar Parts habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt, ne? Aber ich habe noch so viel nicht gesehen. Ach, jetzt bin ich wieder in der Haupthalle. Hallo.
Soll ich nochmal eine Verhandlung starten? Gibt's überhaupt noch eine? Nee. Ansonsten, die Krypta will ich jetzt auch nicht. Gehe ich nämlich nochmal zu Solus und werde mit ihm mal reden. Das war nicht hier, ne? Nee, da ging's hoch. Das war die erste Tür. Oder mit Dorian. Ich rede mal mit Dorian, komm. Ihr wolltet ja, dass ich ein bisschen mehr mit Dorian rede, weil der sich schon ganz einsam vorkommen muss, der arme Kerl. Außerdem soll ich ja ein bisschen mit ihm flirten. Ich meine, ich kann ja mal mit jedem was anfangen. Aber ob ich mich dabei wohlfühle, ist halt eine andere Sache. Hallo Dorian. Interessante Neuigkeiten. Ein Brief von Felix, Alexios Sohn. Er ist zum Magisterium gegangen, hat sich vor den Senat gestellt und ihm von euch erzählt. Mit glühender Begeisterung, heißt es. Keine Ahnung, wie sie reagiert haben, aber zu Hause ist er in aller Munde. Felix war sein Geld wirklich wert. War? Er ist tot. Ein Opfer der Verderbnis. Das war ja abzusehen. Das war eine lange Reise für jemanden in seiner Verfassung. Er muss zurückgeflogen sein und alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Normalerweise dauert es Monate, den Senat einzuberufen. Felix hat immer Leckereien aus der Küche für mich stibitzt, wenn ich spät abends im Studierzimmer seines Vaters arbeitete. Pass auf, dass du wegen mir keinen Ärger bekommst, habe ich immer gesagt. Aber er meinte nur, ich liebe Ärger. Tevinter könnte mehr Magier wie ihn gebrauchen. Leute, die das Wohl anderer über das eigene stellen. Wart ihr beiden etwa... Felix und ich? Was für eine komische Frage. Nein, ich hatte nicht vor, Alexios Gastfreundschaft zu missbrauchen, indem ich seinen Sohn verführe. Ich war in meinem Leben nicht immer so anständig, aber mit Felix war es etwas anderes. Trotz seiner Krankheit war er der Beste von uns. Wenn er da war, wusste man, dass alles besser werden könnte. Ihr sagt das, als wäre er ein besserer Mensch gewesen als ihr. Was für ein Unsinn. Es gibt nur ganz wenige Leute, die besser sind als ich. Also schön. Ein besserer Mensch, sicher. Aber nicht annähernd so attraktiv. Du Fatzke, ey. Oh, ich mag ihn. Glücklicherweise war Felix nicht der einzige anständige Bursche in Thedas. Naja. Bisschen traurig, ne? Wir haben Alexios jetzt dazu angestiftet, für uns zu arbeiten. Er erforscht jetzt die Magie weiter. Und sein Sohn ist tot. Aber das haben wir ja schon vorher gewusst. Ich meine... Dem ging's ja schon ziemlich schlecht und die Verderbnis hat ihn halt dahin gerafft. Hätt's vielleicht nicht Sinn gemacht, ihn zum Grauen Wächter zu machen? Ich meine, wenn er sowieso schon kurz vorm Sterben war, geht das überhaupt dann noch? Man weiß es nicht. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, für diesen Part lassen wir es gut sein. Nächster Part wird's wieder etwas Gelaber geben. Ich meine, wenn ihr jetzt schon Bescheid wisst und euch das nicht zusagt, dann skippt den einfach und schaut den nächsten. Da werde ich nämlich wieder ins Hinterland gehen und mich dort etwas umsehen und ein wenig kämpfen. Vor allem auch gegen die Level 12 Monster, die ich vorher nicht besiegt habe. Ja, gut, auf jeden Fall hoffe ich ein bisschen auf eure Liebe. Auf die Liebe, die Dorian mir vielleicht bald zuteil lassen wird. Und ja, schaltet wieder ein zu Dragon Age Inquisition.